Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit den MacLeods und Clanfolk. So, wir sind bei Sonnenaufgang des achten Tages angelangt. Gerade sind sie alle aufgestanden und wir haben nichts zu futtern. Das ist ein bisschen blöd, aber ich glaube, es sollte eigentlich nicht das Riesenproblem sein, wenn sie sich jetzt alle ordentlich ein bisschen anstrengen. Wir haben nämlich hier unten 10 hohe Aale rumliegen, die liegen hier im Gras rum, da oben liegen auch nochmal 5, also 15 Aale haben wir. Und ich würde hier jetzt nochmal das auch genauso einstellen, dass diese 15 Aale gekocht werden sollen. Und wenn wir uns in den Fertigkeitenindex nochmal reinmogeln, dann sehen wir, dass eigentlich, also Elsbeth macht die Landwirtschaft, Francis macht Kochen als allererstes, Helen macht die Jagd als allererstes. Also eigentlich sollten wir das relativ schnell gemacht kriegen. Wir haben 2 Transporteure, die sollten jetzt natürlich nicht sammeln, aber ich glaube, wir haben gerade auch gar keine Sammelaufgaben. Insofern schauen wir doch mal bei Andrew, ob der jetzt das tut, was er tun soll, nämlich diese Aale mal ranbringen zur Küche. Oder vielleicht macht es auch der Koch von alleine. Müssen wir mal schauen. Erstmal müssen sie aufs Klo und sich waschen und putzen. Andrew spielt erstmal ein bisschen Flöte, das ist auch in Ordnung. Und dann sollte er hoffentlich sehr schnell sich zum Fluss bewegen. Erstmal geht er auch aufs Klo. Ist in Ordnung. Tut, was ihr tun müsst. Elsbeth ist ja, alle haben Hunger. Francis ist direkt zum Kochen gegangen. Sehr gut. Und er scheint auch ein paar... Ah, die 5 hier oben sind schon weg. Also 5 hat er sich schon genommen. Und die hier unten, die liegen da noch. Ich weiß nicht, ob ich Andrew jetzt sagen kann. Andrew, geh doch mal... Wo gehst du hin? Dich waschen. Na gut. So, Eva isst schon mal. Da sind wahrscheinlich relativ schnell jetzt ein paar weg. Und wir sollten hier wahrscheinlich, weil der Fischbestand ist nicht mehr sehr gut, 14%. Wir sollten hier ein bisschen, da lassen wir es schon. Aber hier hat Helen nochmal die Aalfalle ausgelegt gerade, glaube ich. Aber es ist okay, wir sind ja gerade ein bisschen eng mit Essen. So, Francis, wunderbar, du holst einen Aal. Du hättest auch gleich beide Pakete holen können, aber wenn es so sein muss, dann ist das so. Und hier vorne ist noch die Schmiede in Arbeit. Aber jetzt die Hauptaufgabe ist jetzt wirklich was zu essen zu holen. Was ich noch machen könnte, wenn jetzt Francis... Ach, Francis hat das jetzt geholt. Nee, Andrew hat es geholt mit dem Sammeln. Genau. Ich würde ihm jetzt, beziehungsweise der transportiert halt jetzt. Ich gebe das mal noch einen nach oben für jetzt gerade, damit er erstmal noch die anderen Sachen holt. Aber ich würde nochmal eine Runde Pilze sammeln vielleicht. Da hatte ich hier noch welche gesehen und Beeren können wir eigentlich auch sammeln. Hier ist schon wieder alles, ist noch alles voll mit Beeren. Da sind auch noch wieder welche. Hier sind wieder welche, wunderbar. Schauen wir mal, wie viele das sind, aber ich glaube, es sind, er gibt 5 von 5 Beeren. Okay, die sind wieder voll. Das ist nicht schlecht. Das wird uns jetzt hoffentlich helfen. Pilze sammle ich aber trotzdem auch nochmal. Wenn ich welche finde, hier sind welche. Irgendwo hatte ich noch welche gesehen. Unsere Hühner rennen schon wieder in der Gegend rum. Naja, ich mache einfach, da unten sind welche, genau. Ah, hier wird auch noch abgehackt, genau. Für ein bisschen mehr Gras und ein paar Bäume sind hier unten auch noch angestellt. So, es gibt immer noch Leute, jetzt haben wir sehr wenig Nahrung, immerhin. Ist schon mal besser als keine. Und wer hier das mit der Landwirtschaft nochmal angeht, das weiß ich auch noch nicht genau. Das müssen wir gleich mal gucken. Eigentlich soll das hier alles bewässert werden. Wasser hätten wir. Elsbeth würde das, glaube ich, machen. Ne, die geht aufs Klo. Aber Elsbeth ist, glaube ich, diejenige, die hier, genau, die ist auf der Landwirtschaft und schon auf Maximallevel. Motzig ist sie? Motzig. Hier steht überall motzig. Also Andrew ist motzig und Elsbeth ist motzig, aber die anderen sind okay gerade. Nur Eva, die macht gerne Industrie und freut sich drüber. So, es wäre wirklich schön, wenn ihr jetzt hier ein bisschen noch anpflanzt. Wobei ich glaube wirklich, dass diese Idee hier nicht so perfekt war, aber wer weiß, vielleicht ist es auch in Ordnung. So, wir brauchen noch ein paar Säcke außerdem.
Haben wir jetzt schon wieder genug zu essen? Habt ihr da die 15 gemacht? Da sind noch zwei. Es wird hier alles runtergebracht wahrscheinlich. Aber oh, hier sind auch schon wieder die neuen Händler angekommen. Vielleicht haben die auch noch was zu essen. Wir können ihnen... Nee, Hafergabe, Stroh und so ein Kram hat Hector. Elsbert hat 50 Beeren. Das wäre doch was. Äste haben wir, glaube ich, genug. Und wer ist... Ah, Duncan und Anna können wir jetzt anheuern, ja? Was ist jetzt los? Jetzt rennen sie schon weg. Der bedrückte, faule Pessimist Duncan. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und Anna ist satt und vergnügt. Wäre das vielleicht besser, aber ich glaube, momentan weiß ich nicht, ob wir noch jemanden brauchen. Ich möchte lieber die 50 Beeren von der anderen Elsbeth kaufen. Und ansonsten glaube ich nichts. Wir könnten ihnen noch was verkaufen, 25, so ein paar Ziegel, brauchen wir die gerade? Haben wir momentan irgendwie nicht gebraucht, komm, ich verkaufe die mal. Vielleicht können wir im Winter von denen auch noch was holen. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir im Winter auch noch ein paar Händler hätten. Also die Jobbörse hier, die Stellenbörse, die Jungs haben sich sofort wieder verkrümelt. Die kommen morgens an und werden zur Tagzeit bezahlt. Reisen zur Tagzeit auch schon ab. Okay, dann war das alles richtig. Norman kommt und macht hier die letzten Arbeiten am Dach. Und dann bauen wir uns hier schon die nächsten Räume. Und dann sollten wir uns mal um... Jetzt hat sich Katrin hier in den Hühnerstall rein. Die hampelt da immer überall rum. Ich weiß nicht, ob die Eltern sie da immer hinsetzen. Also erst hier unten rein und jetzt sitzt sie hier im Hühnerstall. Na gut. Es soll in Ordnung sein. So, wir machen da noch ein bisschen mehr davon. Ich glaube, für unsere Schmiede hier unten. Haben wir genug Lehm eigentlich? Wo ist unser Lehmtopf? Da. 180, ja, das reicht eigentlich. Okay, dann sollten wir jetzt hier unten auch bald fertig sein. Mit dem, das ist natürlich sehr weit weg, aber wir verschieben ja schon. Hier werden noch Holzdinger gebaut, da unten wird ja auch abgeholzt. Wir haben noch 65 Holzteile, 15 von diesen Brettern. Wir können auch Äste herstellen, aber Äste sollten wir eigentlich noch haben, glaube ich. 72 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Säcke, damit wir, ja, die Händler habe ich schon gesehen, damit wir unser zweites Getreidelager hier unten noch anbringen können. Und hier liegen jetzt tatsächlich, naja, zwei gekochte Aale. Ist nicht sehr viel, aber besser als nichts. Der liegt brach. Okay, wir sind bei 20% wieder. Fischbestand hat sich ein bisschen erholt. Und hier unten sollte hoffentlich noch was bei rauskommen. Jawohl, da liegen nochmal 5. Und hier haben wir auch erstmal wieder ausgemacht. Das sollten wir nochmal wieder anmachen. Da sollen wir ruhig auch nochmal 5 holen. Und hier auch nochmal 5 holen. Da sind wir noch bei 41%. Okay. Ein paar Aale für den hoffentlich nicht zu harten Winter. Wir haben Dungkörbe. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen gerade. Ich gucke nochmal auf die Ideenliste. Wo wir uns noch, also mal abgesehen von den Pilzen, die wir jetzt so langsam ja auch holen sollten, sollten wir uns vielleicht mal um Fleisch kümmern. Also diese Karnickel, das wäre mal was. Steinkamin, Räucherofen haben wir doch auch schon freigeschaltet. Der sieht so grau aus hier. Geräuchertes Fleisch, dazu brauchen wir erstmal rohes Fleisch, genau. Wir können Fliesenboden mit Ziegeln herstellen, auch schön. Bretterstapel und hier ist jetzt die ganze Geschichte, genau. Da warten wir einfach alle auf diese Schmiede, bis die endlich gebaut wird. Ich kann sie, die Priorität ist schon ganz oben. Ziegelsteine sind aber schon da, Baumstamm ist da, ist eigentlich alles da, bis auf, Moment, 10 Bretter brauchen wir. Haben wir die? Nee, haben wir nicht. Machen wir nochmal 10. 5 haben wir hier rumliegen, oder er bringt gerade welche. Norman hat gerade 10 gebracht, glaube ich. Ja doch, wir haben alles da. Und zack, das sollte jetzt gleich die Schmiede sein. Jetzt brauchen wir Lehm zum Ausgraben am Wasserufer. Wofür brauchen wir Lehm? Ja, wie ich das sammle, weiß ich. Aber ich wusste gar nicht, wofür gebraucht. So, noch ein bisschen. So, jetzt ist die Schmiede fertig. Wir haben die Nägel freigeschaltet. Den Milcheimer. Die Eisenaxt, die Eisenhacke, die Eisenspitzhacke, die Eisensichel und die Schafschere.
zur Wollgewinnung von Nutztieren. Ja, Schafe haben wir jetzt noch nicht. Hält länger und erlaubt schnelleres Arbeiten. Die Sichel, okay. Wir brauchen eigentlich für alles Bretter und Eisenbarren. Der Milcheimer fürs Melken, das bringt uns wenig. Und Bretter, nötig für erweiterte Baukonstruktion, schaltet mehr frei. Eisenbarren und Holzkohle. Also, Nägel können wir schon mal 20 machen. Wolle ist auch freigeschaltet. Und Milch ist freigeschaltet. Wunderbar. So, Eisenbarren brauchen wir mehr. Holzkohle, Eisenerz. Ja, Eisenerz werden wir auch Schwierigkeiten kriegen, das hier ordentlich anzubringen. Holzkohle ist scheinbar drin im Ofen. Was haben wir hier gemacht? 30 soll mindestens der Vorrat sein. Okay. Lehm fehlt gerade, aber wird schon abgebaut. Dann fangen wir doch mal an. Wie gesagt, mit den Nägeln. Und ich würde sagen, dass wir dann doch das hier, was wir hier angegeben haben, mal den Bogen nicht, aber diese Steinaxt nehmen wir mal aus dem automatischen Vorrat raus und auch die Hacke und auch die Spitzhacke und auch die Sichel und das machen wir alles schicker, damit wir schneller arbeiten können. Und dann sagen wir Eisenaxt bitte 2 und Eisenhacke bitte 2 und Eisenspitzhacke bitte 2 und auch von der Sichel 2. Momentan sollten wir eigentlich noch Werkzeug haben, insofern sollte das okay sein. So, und die Eisenhacke schaltet auch mehr frei und die Eisenspitzhacke schaltet mehr frei. Und wir brauchen jetzt haufenweise Eisenbarren, nämlich 41. 10 werden gerade gemacht, haben wir hier einen automatischen Vorrat noch nicht. Dann machen wir den mal auf 40 und jetzt haben wir aber ein Problem mit dem Eisenerz. Das hatte aber jemand von euch, glaube ich, noch, ne? Ne, hatte er nicht. Muss ich mal gucken im Inventar, wie viel Eisenerz wir eigentlich noch haben. Wenn wir überhaupt noch welches haben. Das müsste eigentlich in den Zutaten sein, aber hier ist kein Eisenerz mehr. Schwierig. Das ist echt ein bisschen schwierig. Wir haben hier dieses kleine Ding schon fast weggehackt. Das machen wir jetzt trotzdem natürlich nochmal weiter. Aber viel wird da nicht rauskommen. Das ist auch Eisen. Das ist auch Eisen. Also ein bisschen was kriegen wir noch, aber dann wird es eng. Der nächste, hier unten ist noch eine Eisenader. Und hier ist auch eine. Also alles nicht ewig weit weg, aber trotzdem weiter weg als alles andere, was wir jetzt bisher gemacht haben. Hier oben ist keine drin, ne? Nee. Schade eigentlich. Na gut. Dann würde ich sagen, ich gucke nochmal ins Inventar, ob wir jetzt auch noch vom Stroh haben wir 138 und sehr viel Heu. Also wir können hier noch mehr machen, wenn wir Stroh mehr brauchen. Was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich 200 eingestellt. Mal gucken, ob sie das mehr machen. Und dann würde ich hier mal das gesamte Gebiet einfach überdachen mit einem Strohdach. Viel steht schon. Hier die Wand ist auch kurz davor. Also, machen wir es hier rüber. Eigentlich über alles, ne? Wir können ja mal so anfangen. Und so. Ich weiß nicht, ob das hier muss, es glaube ich nicht drauf. Hätten wir hier nochmal einen freien Ort und der Rest ist schon mal überdacht. Wobei ich sagen würde, ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich würde mal das eine Strohdach vielleicht mal rauslassen. Weil eigentlich haben wir hier natürlich einen Räucherofen drin, da muss ja der Dampf muss ja irgendwo raus, sonst kriegen die ja die Krise da drin. Ich weiß nicht, ob das Spiel das macht, aber ich gehe mal einfach davon aus. So, Nägel sind fertig, damit haben wir Holzböden freigeschaltet und ein Ziegeldach und eine Küche offensichtlich. Noch ein Holzdach freigeschaltet, ah, darauf habe ich ja eigentlich gewartet, Moment mal. Das Holzdach braucht, ich gucke jetzt erstmal, was wir noch freigeschaltet haben. Eine Kohlekiste, die Flachsverarbeitung. Oh, jetzt wird's spannend auf jeden Fall. Jetzt können wir deutlich mehr eine eisenplattierte Tür. Komm, mach ein bisschen schneller, Junge. Jetzt muss ich irgendwo anders gucken. Dann kommt die Küche. Jetzt gucke ich hier rein. Also Holzboden ist super, Kohlekiste. Wahnsinn, okay. Eisenplattierte Tür, Küche, Vorratsregale, Serviertisch, Wasserbecken, Holztür und, ups, Werkbank. Wollte ich eigentlich nicht wegklicken. Wo ist die? Da. Wesentlich schnelleres Arbeiten als im Arbeitsbereich und schaltet noch mehr frei.
Das funktioniert größtenteils mit Brettern und Nägeln, wenn ich das richtig sehe. Eisenspitzhacke plus Äste macht einen Steinbruch auf, auch cool, Steinwerkbank. Aber fast alles mit Brettern und Nägeln. Gut, dann schaue ich doch nochmal. Also Bretter aus einem Baumstamm sollten wir eigentlich auch noch einiges haben. 32 Baumstämme habt ihr hier unten eigentlich schon abgeholzt. Nee, ist auch ganz schön weit weg, ich gebe es zu. Aber dann machen wir erstmal noch mehr Bretter. Nochmal 10 auf jeden Fall. Und die Baumstämme würden wir aber brauchen, wenn wir da ein Holzdach... Nee, das sind auch Bretter. Das ist nur bei den Wänden, die Baumstammwand. Okay. Also den Boden lasse ich jetzt erstmal noch. Ich würde sagen, wir machen trotzdem ein Strohdach. Vielleicht ist es doch besser, Bretter zu nehmen und ein Holzdach zu machen. Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Wir können ja mal... Ich breche diesen Bereich, also nee, den Bereich nicht. Kann ich das eigentlich so ziehen, den Bereich? Nee, kann ich nicht. Ich nehme nochmal den Job hier weg. Wir können uns das ja mal angucken und hier einfach ein Holzdach drüber setzen. Über diesen Bereich und den Bereich vielleicht. Da brauchen wir natürlich einiges für, aber trotzdem, da machen wir hier ein Holzdach drauf. So, und hier unten auch. Und dann können wir den Rest auch mit Stroh machen nochmal. Wobei hier ist ja nun Stroh ganz doof, ne? Also Holz brennt zwar auch, da müsste eigentlich ein Ziegeldach drauf. Komm, wir machen jetzt alles hier. Das wird ein bisschen bunter, kunterbunte Mischung, aber so, so, so lassen da frei. Oder warum sollte ich eigentlich nicht... Kann der im Regen stehen? Bei den anderen Sachen stand es, glaube ich, dabei, ne? Das ist nicht im... vielleicht steht es beim Bauen dabei. Mal gucken, Objekte, irgendwo stand mal nicht Herstellung, Schmiede, nicht bei Regen. Schmiede nicht bei Regen, aber bei der Nahrung, Räucherofen, nee, auch nicht bei Regen. Na gut, dann kommt ein Dach drüber. Dann probieren wir da noch so ein paar von den Teilen zu machen. Die müssen wir machen, wo? Hier, Ziegel. Dafür brauchen wir Holzkohle und sehr viel Lehm. Momentan haben wir noch eine Box voll. Ja, da grummelt schon wieder irgendjemand. Die sind schon wieder Mounzen hier. Haben wir was zu essen? Für einen Tag haben wir was zu essen. Ist nicht viel. Hier liegen noch 5 gekochte Aale, immerhin. Ich wollte mich auch um Tiere kümmern. Ich wollte Tiere jagen. Also, Wildtiere jagen. Wo ist denn hier der nächste Hase? Nicht die Hühner. Geht auch zum Glück nicht. Dann mache ich das mal... Wo willst denn du hin eigentlich gerade? Habe ich da irgendwas? Also ich kann ja mal gucken, ob hier irgendwo... Da ist ein Tier. Okay, den Hasen. Den holen wir uns erstmal. Aber ich frage mich gerade, was Elsbeth hier macht. Oder bist du die Händlerin Elsbeth? Du bist Händlerin Elsbeth, oder? Bist du? Ja, du bist von dem vom Ross-Clan. Okay, dann ist gut. Dann kannst du gehen. Wenn du nicht meine Elsbeth bist. Was war das gerade für ein Zeichen? Clans? Bleibe standhaft. Ah, wir können hier sehen. Die anderen Clans sehen und was sie so kaufen und verkaufen. Das ist natürlich cool. Okay, und je mehr wir mit ihnen handeln offensichtlich, je besser unser Ruf ist bei ihnen, desto mehr können wir dann auch kaufen. Ich höre schon wieder Gänse. Viel haben wir noch nicht. Arbeiter, Reisender, Händler. Spawn Chance 24%. Okay. Kaufen, verkaufen. Na gut, schauen wir mal. Die verkaufen das natürlich nur, wenn sie da sind. So, für einen Tag Essen ist auch wieder nicht viel, ne? Wie kriegen wir denn das ein bisschen... Aber sie müssten eigentlich ja hier... Ach so, hier habe ich diese Automatik nicht eingestellt. Aber wir sind hier auch schon wieder runter auf 27%. Wir müssen das zwischendurch, ups,
wir müssen das zwischendurch mal sein lassen. Wie sieht's hier oben aus? Auch auf 20% runter. Naja, viel Aal gibt's nicht hier. Sieben Pilze. Komm, wir gucken nochmal, wo es noch ein paar Pilze gibt. Hast du eigentlich jetzt hier... Du hast das alles angepflanzt jetzt, ne? Sehr gut. Hervorragend. Ist es auch gewässert? Wachstum 30% bei den Sträuchern. Hier muss jetzt schon wieder gewässert werden. Und beim Hafer ist der Wachstum bei 43% teilweise. Aber nur teilweise. Ja. Das war das Ende von Tag 8, liebe Leute. Wir haben schon wieder kein Essen. Also ich kann euch ja nur nochmal richtig in die Gegend rausschicken. Ich kann jetzt nochmal sagen, Beeren sammeln, wie blöd. Und zwar hier oben, alles was irgendwie in der Nähe ist. Ich kann auch einfach ganz rauszoomen und sagen, alles was hier... Oh, das sind viele Beeren. Aber nur auf dieser Seite. Bitte da alles an Beeren sammeln, was es so gibt. Und gerne auch Pilze sammeln in dem gleichen Bereich. Und auch in dem anderen Bereich. Und auch hier oben. Da ist nicht so viel. So, das können wir machen. Und Wildtiere jagen. Das würde ich jetzt gar nicht mehr sehen, ob wir das finden. Das sind da mal locker 116 Sammelaufgaben. Aber vielleicht bringt es uns was und ich will im Winter nicht hier rumliegen. Aber ich befürchte halt, dass einiges einfach verrottet sein wird bis zum Winter. Aber gut, Jungs und Mädchen schlafen hier relativ friedlich und schaut mal, Eva müsste eigentlich... Sie hat Antikörper, ist immun gegen Erkältung, freut sich über das riesige Zimmer. Sie ist vergnügt und satt. Also, besser kann es einem gar nicht gehen. Nach so schweren Zeiten. Katrin schläft auch durch mittlerweile, obwohl sie Angst im Dunkeln hat. Und der Hafer auf dem Feld, der geht ein bisschen verloren, aber wir schaffen das schon. Also was ich ein bisschen doof finde, ist, dass so wenig Hasen oder Karnickel oder irgendwas hier in der Gegend rumlaufen. Es ist Tag 9. Guten Morgen. Francis denkt sofort ans Kochen, finde ich super. Hast dir gleich 5 rohe Aale geschnappt und jetzt geht's an den Herd. Da liegen auch noch welche drin von gestern Abend. Gut. Da kommen die Hühner, die haben auch gepennt. Sehr schön. Mit dem Hahn, aber Eier legen, da haben sie es nicht so mit. Oder kann ich hier was einsammeln? Na, die gehen auch ans Wasser. Die Hühner. Nicht die Aale wegpicken hier. Ja, wenig Nahrung, aber das sollten sie ja finden hier. So, alles klar. Warum ist hier rot? Nee, das war... Ich kann diese Schrot... ich kann hier das Schlosslevel erhöhen. Da sind dann Gäste erlaubt, Arbeiter erlaubt, nur Familie und so weiter und so fort. Ah, Tiere will ich nicht erlauben. Das wird wahrscheinlich dann erst richtig wichtig, wenn wir jetzt mehrere Leute noch dazu holen würden. Arbeiter von außen. Genau, noch mehr Tiere und so weiter. So, ich schaue noch mal, was wir hier noch brauchen. Wir brauchen mehr Eisenbarren, das sollten wir aber schon drin haben im Wieso denn nicht? Ach so, doch, ich habe das in den automatischen Vorrat eigentlich reingepackt. Sehr wenig Nahrung, weiß ich. Eisenspitzhacke und so weiter müsste eigentlich im Bau sein. Die Schmiede ist jetzt ein bisschen weit unten. Was haben wir denn jetzt für Werkzeuge schon gebaut? Eine Eisenspitzhacke haben wir doch schon. Zumindest steht das hier, dass wir die haben. Nee, das war es nicht. Im Inventar wollte ich gucken, ob wir sie haben. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Also, Eisenspitzhacke. Dann machen wir doch die mal. Eigentlich soll sie automatisch hergestellt werden, aber dann mache ich jetzt das, was wir hier am ehesten brauchen. Und das ist vor allen Dingen Bretter, Eisenbarren. Ja, dann müssen wir auch noch ein paar Bäume abhauen. Nochmal 10 Bretter. Habt ihr hier schon angefangen? Ja, wir brauchen viel mehr Bretter. Jetzt machen wir mal 20 Bretter und dann müsst ihr auch noch Bäume fällen. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schafft, liebe Freunde. Ah, wollen wir jetzt hier direkt in der Gegend die Bäume fällen? Na los. Machen wir das mal.
Wir können auch neue anpflanzen. So, freigeschaltet ist auch die Holzwand jetzt. Jetzt haben wir wieder gar keine Nahrung mehr. Aber Francis ist am Kochen, immerhin. Aber wir brauchen echt viel, ne? Gekochtes Fleisch ist freigeschaltet. Das müsste eigentlich bedeuten, dass der Hase tot ist, oder? Sehe ich einen toten Hasen? Ist hier irgendwas im... So, wir können gekochtes Fleisch machen, bereit zum Verzehr. Oder dieses getrocknete Fleisch. Wir brauchen dann aber ein Trockengestell. Genau, das haben wir noch nicht gemacht. Ein Trockengestell wäre sinnvoll, wenn das irgendwo ist, wo es dann auch definitiv trocken bleibt. Dann stelle ich das mal hier rein. Oder muss es draußen trocknen, der Spaß? Naja, es geht auf jeden Fall hier. Was brauchen wir dafür wieder? Äste und Zwirn. Naja, Äste könnte auch sein, dass wir die auch nicht mehr haben. 20 noch, das ist echt auch nicht viel. Also beim Fällen der Bäume fallen ja auch Äste mit ab. Da kriegen wir davon noch ein paar, aber wir können auch da nochmal eine Runde sammeln. Ich will nur nicht alles hier weghacken. Was wir für Steine haben. Kann ich irgendeinem der Händler, ist hier noch einer? Nee, Angus steht hier und möchte gerne arbeiten. Satt und vergnügt, schneller Stoffwechsel. Isst viel, arbeitet dafür hart. Nee, brauchen wir nicht. Lieber langsamer arbeiten und weniger essen. So, Hafer. So, ich glaube, das wäre natürlich jetzt wichtig, oder? Nahrung, meine Küche zu bauen. Bretter, Ziegelstein, Eisen, Nägel. Das ist jetzt nicht ganz so wenig. Aber wenn ich mal hier... Ha, die passt da gar nicht rein. Die Riesenküche. Kommt ihr dann da noch rum? Steht denn hier jetzt ein Fleischregal? Steht hier rum. Ach, gucke mal, da ist auch roher Aal und rohes Fleisch drin. Und hier haben wir schon geräuchertes Fleisch? Nein, wir haben das Geräucherte noch nicht gemacht. Das ist jetzt auch eine gute Frage, weil eigentlich würde es ja Sinn machen, jetzt das Fleisch zu räuchern, weil dann hätten wir das bis zum Winter. Das müssen wir machen. Ich hoffe, dass sie das da nicht essen, sondern dass sie das schön einlagern. Aber wir haben auf jeden Fall nicht genug Platz für eine Küche. Ich muss hier nochmal ein bisschen in den Berg reinhauen und dann hoffentlich ein bisschen Platz für eine Küche zu haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Küche genau das freischaltet, was ich gerne hätte, nämlich irgendwie was zum da. Genau, Küche, Ziegelstein, Lehm, Bretter, Nägel, Brotofen. Sowas brauchen wir. Wir müssen irgendwas mit unserem ganzen Hafer anfangen. Reibemühle ist wahrscheinlich wichtig. Angelstelle gibt es nochmal. Okay, es gibt viele schöne Dinge, die wir jetzt alle kriegen, wenn wir diesen Spaß bauen. Also Werkbank müssen wir bauen, Küche müssen wir bauen. Werkbank baue ich jetzt hier unten irgendwo rein. Machen wir nochmal langsam. Es gibt viel zu tun. So, Werkbank. Ja, eigentlich ist die Nahrung mir am allerwichtigsten. Nicht bei Regen. Wir passen dann, wenn wir die erste Runde frei haben, passen wir da rein. Allerdings müssten wir uns eigentlich am besten da hinstellen. Ach so, wisst ihr was? Wir können ja auch da nochmal. Aber gut, Helen fängt schon an. Wunderbar. Dann bauen wir die Küche da rein. Wir können ja uns hier auch nochmal reingraben. Die Küche wird einfach vergrößert jetzt. Das geht schon. So, hier fehlen Nägel. Da müssen wir natürlich welche von machen. Die Eisenspitzhacke reicht aber gerade auch nicht. Bretter, Eisenbarren haben wir nichts hier rumliegen. 15 Bretter liegen aber hier schon rum. Und sehr viel Rinde. Aber Norman kommt schon. Ist alles gut. Wir sind auf dem Weg. Wir haben 5-mal rohes Fleisch. Wir haben 4 Pilze und eine Beere. Heißt nicht genug. Eindeutig nicht genug, aber eigentlich müsste jemand sammeln. Ah, warte mal. Ich habe hier den Transportforce sammeln gestellt. Jetzt darfst du wieder mehr sammeln. Und ich glaube, wir können auch... Nein, dich meinte ich gar nicht. Wir können auch hier mal sagen, nach dem Kochen gerne auch sammeln. Und wann kannst du noch sammeln? Industrie. Ja, sammeln mal auch weiter oben. Wir haben jetzt viel zu sammeln. Beeren und Pilze en masse. Und wenn Helen da durch ist, na, jetzt macht sie Pause. Zeit für mich hat sie jetzt. Ja, ist schön. Aber hättest du nicht ganz kurz noch zu Ende machen können, das wäre echt super gewesen. Aber gut, wir bauen da auch noch die beiden Teile ab. Und dann macht es eigentlich Sinn, das Ding da reinzustellen. Oder dann passt es zumindest da rein, die Küche. So, wir könnten sie eigentlich, wenn wir sie so rumbauen, oder sogar so,
und hier noch frei ist, dann ist doch ganz gut. Dann baue ich die jetzt da schon mal hin. Da werden sie ja wohl rankommen, hoffentlich von hier. Außerdem braucht die 50 Ziegelsteine, die brauchen eh noch eine Weile. So, du machst gerade Ziegel, dann mach lieber Ziegelsteine. Die Ziegel brauchten wir für den Spaß hier, ne? Ah, da fehlen aber Nägel. Okay, hör mal auf mit den Ziegeln, wenn es geht. Beziehungsweise einen weniger vielleicht. Ich glaube, die brennen gerade, deswegen sollte ich das nicht abbrechen. So, hier wird auch Eisenbarren hergestellt. Also eigentlich alles ganz gut. Wir haben auch wieder ein bisschen Vorrat für den Tag, wobei ich glaube, dass das größtenteils wahrscheinlich irgendein... Ah, wir haben auch 20 Eisenerz, aber wir haben insgesamt wirklich, wir haben das jetzt alles abgehauen hier und haben jetzt noch 20 Eisenerz übrig. Ist das alles, was wir hier haben? 30 insgesamt. Boah, ey. Also Eisenerz müssen wir uns irgendwie aus den anderen Clans, von den anderen Clans besorgen, weil ich wüsste jetzt nicht, also wenn wir großes Glück haben, ist das hier unten eine riesen Erzader. Aber erstens müssen wir das Glück mal haben. Zweitens ist es doch immer noch ein ganzes Stückchen weit weg. Und drittens reicht das auch nicht ewig. Also ich glaube, wir müssen bei den anderen Clans uns Eisenerz besorgen. So, ich breche jetzt nochmal da unten das hier nochmal ab. Ne, abbrechen kann ich das nicht. Warte, ich mache das hier. Aufgaben, Job abbrechen, die hier unten. Weil wir haben uns ja jetzt doch entschlossen, hier oben auch ein paar Bäume abzureißen. Zu fällen, meine ich. So, Nägel, Nägel, Nägel. Bitte Nägel. 80, 100 Nägel aus Eisenbarren und Holzkohle. Ihr kommt hier überhaupt nicht voran, ne, mit der Eisenspitzhacke. So, und ich wollte eigentlich aufhören. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Liebe Grüße von den McLeods und macht's gut.